Nee, dich möchte ich nicht einstellen. Komm, einen haben wir noch. Nein, wir haben keinen mehr. Okay, dann machen wir es mit zweien. So, ja. Ja, ist auch wurscht hier, komm. Zum Laden gehen. Und dann wollen wir doch mal gucken, in den Mitarbeiterraum mal eben reingehen hier. Büro. Machen wir noch einen Tisch. Und die Kaffeemaschine kaufen wir auch mal. Ja. Ne, wir haben ja auch schließlich hier nette Menschen, die für uns arbeiten. Ja, der erste Tag dauert jetzt halt ein bisschen länger. Das ist jetzt dann halt so. So. Erstmal machen wir die Kasse auf, auch wenn es komisch klingt, weil ich habe ja noch gar nichts hier. Und dann wollen wir mal gucken. Normalgeschwindigkeit. Artikel, Herrenbekleidung, Hosen. Einmal du, einmal du. Und die kurzen Hosen kommen auch hier dran. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal Hosen im Angebot. Machen wir weiter mit Hemden. Die können wir hier dran platzieren. Das sind die langärmeligen. Die kommen auch alle hier hin. Und dann machen wir hier die Hemden kurzärmlich dran. Ja, mach mal ruhig Pause. Und dann kommen hier die Schuhe rein. Je nachdem, wie viel Platz ich jetzt noch übrig habe. Nee, ich habe da gar keinen Platz. Tatsache, wir können auf jeden Fall noch langärmelige Sachen bestellen und kurzärmelige. Davon können wir ein bisschen mehr gebrauchen. Weil wir an den Ständern noch Platz haben und Hosen lassen wir erstmal so. Und dann können wir unser Sortiment vielleicht noch ausweiten direkt. Je nachdem, wie viel wir Tatsache jetzt verdienen, ne? Und irgendwie finde ich, ist es so dunkel. Kann man irgendwie Beleuchtung kaufen oder so? Gibt das irgendwo? Mitarbeiter, Inneneinrichtung. Da haben wir es doch. Okay, ja, ich bin doch da. Beleuchtung. Was ist das hier? Ja, ich bin auch da. Hallo. Ja, guten Tag. Kaufen. Kann ich hier irgendwie platzieren? Kann ich, perfekt. Kaufen. So, es ist auf jeden Fall ein bisschen heller erstmal, ja? Ja. Ich kann nicht gut laufen, weil doppelte Geschwindigkeit, tut mir leid. Feierabend, ja. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn wir das nachbestellen. Aber ich habe ja festgestellt, wir können noch Hemden kaufen, ne? Langärmelige noch. Deshalb bestellen wir hiervon noch welche. Und
Hiervon noch welche. Dann haben wir erstmal das auf jeden Fall voll. Und danach können wir die Kurzärmeligen, können wir dann immer noch fertig machen. E-Mails habe ich keine. Wie gesagt, eigentlich ist mir auch egal. Ich muss ja nur irgendwie da durch. Ne? Ich habe jetzt mal wirklich nur. Alles klar. Warum auch nicht? Mega cool. Einmal auffüllen. Dann können wir je nachdem, wie viel Geld wir jetzt verdienen, direkt weitermachen. 17, 18, 19, 20, 21. Oh, hier im Speedy Gonzales Style mal eben hier Händen, Langarm ist das, ne? Die habe ich, die habe ich. Die müsste neu sein, der müsste neu sein. Einmal platzieren, dass wir ein neues Sortiment haben. Natürlich hier eben auch alles auffüllen. Dann Normalgeschwindigkeit machen. Und die Schaufenster einrichten. Das habe ich vergessen. Mein Gott, ich habe vergessen, die Schaufenster einzurichten. Das ist natürlich nicht so schlau, ne? Langarm. Was haben wir hier? Was ist das teuer? Was der gute, den ich bestellt habe? Dieser hier ist das. So, einmal bitte. In die Schaufenster machen. Die habe ich ganz vergessen, die Schaufenster. Das ist natürlich auch gut, ne? Ja, sehr gerne. Kann ich hier nichts Schaufenster tun? Warum kann ich nichts reintun? Kann ich hier was reintun dafür? Nein, hier kann ich wieder was reintun. Machen wir ruhig die Hosen. Ja, ich komme. Sie sind mir. Ich muss hier gerade einmal kassieren. Moment. Was für Hosen verkaufe ich nochmal? Die hier, glaube ich. Ja, ich bin gerade hier. Ich kann gerade nicht abbrechen. Einen Moment. Ich bin sofort da. Warten Sie ganz kurz. Kommen Sie schon. Nicht so genervt hier. Ich bin ja ab jetzt da. Zumindest glaube ich das. Auf eine Pause. Ja, ich kann Ihnen helfen, klar. Ja, hi. Ja, entspannen Sie sich, ich bin ja schon da. Mein Mitarbeiter hat gerade nur Pause. Ich muss hier eben, ne? Ich muss hier mal eben kurz klar schief machen. Ist mir doch egal. So, ich habe mal wieder Sachen hier am Auffüllen. Ich bin auf dem Weg. Aber Sie müssen nicht immer nach mir pfeifen, das mag ich nicht. Nee, habe ich gerade tatsächlich nicht. Ja, habe ich. Was wollen Sie denn? Ha, Christoph, mach das mal. Ja. Oh Gott, ich brauche eher Kassierer, glaube ich, und nicht hier, dass ich die Beratung mache. Das ist, glaube ich, viel sinnvoller. Aber so ist natürlich gerade relativ entspannt, ne? So kann ich ganz in Ruhe
mein Unternehmen gründen. So. Leute, füllt das doch auf hier. Kann ich nicht, ich hab das nicht mehr. Muss nachbestellen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich muss ganz dringend einen Kassierer einstellen. Vielleicht kann ich auch noch einen weiteren Berater einstellen und dann macht der dann Pause, wenn Christoph keine Pause macht. So ja, ich beende den Tag natürlich. Ja, wir gehen erstmal ins Büro. Den Rest kann ich immer noch machen, wenn ich dann im Büro bin. Fortsetzen. 604 haben wir noch. Das ist, denke ich, ganz okay. Kann ich noch mehr verkaufen vielleicht irgendwie? Mal gucken, ob ich noch Hosen finde. Weil dann können wir nämlich nochmal differenzierter sein in lange und kurze Hosen. Dann nehmen wir doch die hier noch mit rein. Kommen da, nehmen da nochmal 5. Wir erweitern unser Sortiment mal eben ein bisschen. Dann nehmen wir noch diese hier. Diese hier. Bestellen. Nicht genug Geld. Nicht genug Geld. Oh. Dann erweitern wir das halt nicht. Kann ich noch einen Kassierer einstellen? Bestimmt, oder? Ja, du bist an der Kasse zwar nicht so gut, aber ich gebe dir einfach so. Oh, jetzt habe ich auf Abbrechen. Ich wollte doch gar nicht auf Abbrechen drücken. Ich war zu schnell. Tut mir leid. Ich wollte sie einstellen. Ist mir egal, was du bekommst, ne? Gut, wenn du damit leben kannst. Machen wir das, dann bist du eingestellt. Dass man nicht alles so macht, damit man ein eigenes Unternehmen gründen kann, ne? Für was bist du eingestellt? Das ist natürlich viel interessanter, ne? So, du machst auch Verkäufer. Für den ganzen Tag ruhig. Du bist auch immer da. Nur, dass du deine Arbeit um 15 Uhr beendest. Du bist sozusagen die Kontraproduktion zu dem guten Christoph. Und dann machen wir das so. Komm, ich stelle noch jemanden ein. Ich habe jetzt Lust auf Leute einstellen hier. Gut, das ist auch okay. Ja, ich möchte dich einstellen. Und du machst Grüßer. Ja, für den ganzen Tag ruhig. Wo du startest erst um 11. Und du hörst auf um 15 Uhr, dafür bekommst du aber auch dann keine Pause. Ne? So. Sieht doch gut aus. Auf geht's.
Weil den ganzen Tag, das lohnt sich ja gar nicht, da den ganzen Tag immer Leute zu beschäftigen. Jetzt habe ich immer noch keinen für die Kasse, ne? Ach, ich wollte das immer für die Kasse einstellen, ne? Das war natürlich jetzt schlau. Wie viel habe ich jetzt? Schließt nach 7 Tagen noch, okay. Das ist ja nicht mehr so lang. Dass sich hier nichts platzieren kann, das triggert mich ungemein. Aber es ist okay, ich akzeptiere das. Habe ich Sachen im Lager gerade noch, die ich auffüllen kann? Schuhe zum Beispiel. Klappt das? Gut. Kann hier irgendwas auffüllen? Sehr schön. Hier kann ich wahrscheinlich nichts auffüllen, ne? Oder doch kann ich? Gut. Ich habe Artikel bestellt, oder? Habe ich vergessen, Artikel zu bestellen? Wie, der Laden hat offen? Ich habe doch gar keinen Artikel hier. Gut, okay. Dankeschön. Da hätten sie ein bisschen früher machen können, ne? So ist nämlich Kacke. Wir haben schon geöffnet. Kommt die Lage, also, ne? Ja, sie dürfen das ablegen, danke. Dann kann ich das nämlich hier. Ja, das muss ich ja jetzt machen. Ich habe dafür auch noch keinen, ne? So, dann machen wir mal. Schnell auspacken. Ich hoffe, es ist niemand an der K ja, ich nein, nicht weggehen. Ich bin auch da. Ich kann, wenn ich dieses Mal 10 habe, nicht zu der Kasse gehen. Es ist furchtbar. Ja, lassen Sie mich eben bitte auffüllen. So, mal eben hier schnell alles wieder auffüllen. Was ist das denn sonst für ein Eindruck hier, ne, den wir machen, wenn alles immer leer ist? Da sind noch Schuhe von da. Könnten auch noch T-Shirts bestellen, neue. Also noch T-Shirts und kurze und lange Hosen, ja. Das mache ich auch noch dann im nächsten Tag, wenn ich dafür genug Geld habe. Ja, ich bin ja schon da. Entspannen Sie sich. Ach, ich brauche auch ganz dringend Kassierer, die können wir auch gleich mal einstellen. Das ist sonst auch nicht sinnvoll, dass ich jetzt hier immer von A nach B laufen muss. Habe ich keine T-Shirts bestellt? Hemden, kurzärmlich. Nee, habe ich echt nicht. Okay, gut, dann bestelle ich die gleich mal. Bin schon da. Wir machen heute übrigens so lange, bis ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, ja? Also, machen noch ein paar Tage bei verschiedenen Sachen und dann wollen wir mal gucken, dass wir es hinbekommen, dass ich mein Unternehmen heute, beziehungsweise dass wir dann im nächsten Stream auch wirklich mit dem eigenen Unternehmen anfangen können, ne? Aber das sollte, denke ich, eigentlich nicht so das Problem sein. Guck mal, unser Laden wird langsam voller. Aber ich sehe, wir brauchen so 5.000 ungefähr, damit man einen vernünftigen Ladenstart machen kann. Beziehungsweise 4.000, ich hatte jetzt gerade 2. Also ein kleines Polster brauchen wir auf jeden Fall noch.
Aber Kleidung läuft besser als Elektronik, merke ich jetzt auch hier wieder. Deswegen, oh Gott, das ist leer. Leute, 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 wir sind hier ausverkauft. Pfeif nicht. Kann ich nicht zufügen. Ja, geh halt weg. Ich war gerade wieder auf. War zu schnell. Wir stellen gleich auf jeden Fall einen Kassierer ein. Ja, die kaufen uns hier einfach leer, ne? Ja, ich gehe jetzt hier nicht mehr weg, weil ich komme sonst nicht mehr zur Kasse hin. So. Das bedeutet, dass wir den Tag erstmal beenden, damit ich sehe, wie viel Geld ich überhaupt zur Verfügung habe. 1091, das ist gut. Dann können wir nämlich wirklich das machen, was ich auch vorhatte. Erstmal stellen wir noch jemanden ein, der am besten an die Kasse geht. Ja, das bist jetzt du. Du hast jetzt das Glück gekommen. Ich gebe dir auch gleich 11. Wie gesagt, ich brauche ja auch eigentlich. Ist ja noch nicht mein Unternehmen. In meinem Unternehmen muss denn mehr darüber nachdenken, wie ich den Lohn verteile. Du machst Kassierer. Den ganzen Tag ruhig, ja. Ne, nein. Halt, stopp. Du fängst. Du kannst ruhig erst um 11 anfangen. Vorher ist das sowieso nicht so der Betrieb. Und wir füllen bitte auch den ganzen Tag. Pause gibt's erstmal nicht, Leute. Hast du halt jetzt sozusagen Pech. Dann wollen wir mal eben noch Bestellung. Erstmal alles nachbestellen, ja. Dann möchte ich meine kurzen und meine langen Hosen erweitern. Jetzt sehe ich nämlich auch, was ich hier bestellt habe. Nämlich habe ich die bestellt. Dann nehmen wir noch diese hier mit ins Angebot rein. Ist jetzt mit drin? Nee. Nachbestellen. Machen wir erstmal so. Dann nehmen wir diese hier mit ins Angebot noch rein und bestellen davon erstmal 5. Und diese hier noch. Und das gleiche machen wir mit den langen Hosen auch noch. Da nehmen wir auch zwei weitere ins Sortiment auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Hose noch nicht haben. Und dann nehmen wir noch diese Hose mit rein. Die werden wir auch nicht haben. Die bestellen wir auch gleich mit. Dann haben wir unser Hosensortiment erweitert. Und Hemden kurzärmlich erweitern wir auch noch. Um das hier und um das hier. Und dann nehmen wir die Schuhe noch. Schuhe nehmen wir auch noch ein bisschen was mehr mit. Nehmen wir hier noch und dann nehmen wir noch Sneaker noch dazu. Diese hier. Gut, die Schuhe machen wir nicht. Das ist aber auch okay, weil dann weiß ich wenigstens, was ich dann, wie viel Geld ich habe. Das ist immer ganz gut. Wir haben noch 58, das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil wir haben ja jetzt alles, ne? Hier ist noch was. Ich weiß noch nicht was. Erstmal können wir hier Artikel auffüllen. Immerhin so ein paar Artikel. Die wir auffüllen können. Wie weiß, wenn meine Lieferung ankommt? Dankeschön. Habe ich viel bestellt oder habe ich so viel verkauft? Ist auch egal.
Wer hat gepfiffen hier? Okay, ich bin jetzt vorsichtig. Wo ist meine nette Kassendame? Jetzt ist sie da, gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier andere Sachen zu tun. Ich kann mich jetzt nicht um die Kost kümmern. Kurzärmlich. Kommst in so ein Land und alles ist leer. Auch irgendwie traurig, ne? Ey, ich bin gerade hier am Auffüllen, nicht wegnehmen. Boah, mit Kassierer ist das ja so entspannt, ne? Ich kann ja nämlich dann auch, weil ich jetzt ja auch Kundenberatung machen kann und so. Ne, das ist also viel, viel entspannter, ja, wirklich. Hosen, kurze Hosen. Brauche ich eigentlich noch. Hosen, kurze Hosen. Und Hosen machen wir das so ein bisschen gemischt. Bei den Hosen ist es gemischt, bei den anderen ist es getrennt. Aber wir haben hier auch noch neue Artikel, ne? Also ihr könnt gerne alles immer kaufen hier. Kaufen, 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 kaufen.